Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dem Thema Indianistik. Ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, warum das für mich so ein wichtiges Thema ist. Und ja, deshalb schaue ich jetzt mal zurück in meine Kindheit und erzähle so einfach so ein paar Eindrücke, die mir jetzt dazu einfallen. Also bei mir fing das schon sehr früh an, dass meine Eltern mit mir und auch mit meinem Bruder zusammen in den Wald gegangen sind und also nicht nur Spaziergänge im Wald gemacht haben, sondern wir haben Federn gesammelt. Als kleines Kind hatte ich an meinem Hut, ich konnte gerade erst laufen, aber ich hatte einen Hut und schon da waren Federn dran. Und wir haben dann Hütten im Wald gebaut, nur aus den Naturmaterialien, die wir eben da gefunden haben. Und ja, das war einfach eine schöne Zeit, es hat mich halt geprägt. Außerdem habe ich schon sehr früh, da muss ich, also ich würde jetzt mal so sagen, ich war irgendwie 4, 5 Jahre alt allerhöchstens. Und da habe ich schon Pfeil und Bogen geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und das sind so meine ersten Kindheitserinnerungen. Pfeil und Bogen schießen, damals habe ich mal einen Pfeil auch in die Elbe geschossen. Wir haben in der Nähe von Dresden gelebt. Ja, und da erinnere ich mich eben noch dran. Irgendwann hatte ich alle Pfeile verschossen und habe keine neuen bekommen. Und dann hatte sich das auch wieder erledigt. Also da hat es wieder eine Weile gedauert. Ein paar Jahre, bis ich dann meinen eigenen Bogen hergestellt habe. Aber naja, so viele Jahre waren es auch nicht. Eigentlich relativ wenige Jahre. Und dann habe ich mir halt einfach auch schon ein Stück Haselnuss eben so ein bisschen Angelsehne dran gebunden und schon hatte ich einen Bogen. Ja, genau. Und es waren so die ersten Momente. Wir sind dann aufs Dorf gezogen, also und da habe ich mich noch viel intensiver eigentlich mit dem Draußensein beschäftigt. Also ich hatte so einen starken Freiheitsdrang, muss man dazu sagen, weil mich Institutionen immer doch sehr getriggert haben. Also ich hatte damit ein großes Problem, zum Beispiel Kindergarten oder dann später in der Schulzeit, damit so Regeln und Vorschriften und zeitlichen Vorgaben zurechtzukommen. Ich wollte immer so mein eigenes Ding machen. Und für mich war dieses Draußensein in der Natur, ja, und da die Tiere beobachten und ein paar Federn aufsammeln, Knochen und Geweih und so weiter aufsammeln und damit irgendwie was machen, das war so eine Flucht aus dieser Geschichte. Und das hat mir total geholfen, da so mein, ich sag mal, vorsichtig Trauma zu überwinden, eben von der modernen westlichen Welt und wie wir eben hier aufwachsen sollen. Ja, und da habe ich halt so meinen Ausgleich gefunden und das war eben so, das steckt so ganz tief in mir drin. Ich habe da einfach, bin in den Wald gegangen, auch dann später alleine und habe da einfach Hütten gebaut und bin da richtig eingetaucht und in diesem Moment, wenn ich da alleine oder auch mit ein paar Freunden im Wald gespielt habe, ja, Hütten gebaut, Pfeil und Bogen gemacht und so weiter, das war so der Moment, wo ich am glücklichsten war und ich hatte das Gefühl, so, ich bin irgendwie eins mit meiner Umwelt und so müsste man eigentlich leben. Und immer wieder, wenn ich in die, ich sag mal, zivilisierte Welt, vor allen Dingen jetzt, was Schule anging, eben das Lernen, ja, wenn ich da zurückgekommen bin, hatte ich da so meine Probleme. Also so fing das eben an und dann zogen wir wieder einmal um und dann hatten unsere Nachbarn tatsächlich ein Tipi. Ja, also ein indianisches Zelt. Ja, und die hatten das damals noch nicht aufgebaut, als ich dort hingekommen bin, aber die hatten eine Zeit lang, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch darin gewohnt. Wenn ich mich jetzt, ja, da, ich glaube, ich irre mich nicht. Also ich glaube, das ist so gewesen. Ich habe die da so nicht gesehen und ich habe das Tipi so nicht aufgebaut gesehen, aber dann waren eben mehrere Bücher über die nordamerikanische Kultur bei meinen Nachbarn zu finden und ich habe mit den Jungs, war ich halt befreundet und habe mit denen gespielt und ja, diese Illustrationen, ja, haben mich da irgendwie sehr gepackt. Also ich erinnere mich eben dann noch daran, dass ich sehr stark beeindruckt gewesen bin, weil da halt ein Volk existierte, ja, welches genau die Dinge in ihrem täglichen Leben verinnerlicht hatten und wirklich auch all das wirklich so gelebt haben, wie ich das nur in meiner Freizeit im Wald als Ausgleich gelebt habe. Und das war mir natürlich alles als Kind nicht so bewusst, aber es war eben so, dass mich das stark beeindruckt hat.
Gleichzeitig natürlich hatte meine Mutter über die letzten Nomaden aus der Mongolei Bücher, also was heißt Bücher, richtig Bildbände, ja, wo alles genau beschrieben war, wie sie da in Jurten leben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, genau so, das ist es, ja. Ich habe mich im Prinzip wie im falschen Film hier gefühlt, ja. Ich habe einfach mich gefühlt, als wäre ich in der falschen Zeit an einem falschen Ort geboren worden. So, man könnte jetzt da mutmaßen, Inkarnation und ich bin jetzt irgendwie aus dem alten Ich wieder irgendwie in ein anderes Ich hier geboren, um an einem anderen Ort irgendwas zu verändern. Also da kann man große, also nicht Parallelen, sondern Ideen spinnen, wie sowas zustande kommt. Aber für mich war es nicht wirklich erklärbar und ich glaube auch, dass den meisten anderen Leuten, denen es genauso geht wie mir. Ich bin ja nicht jetzt ein Einzelfall, sondern es gibt ja wirklich ziemlich viele Menschen, denen es so geht, dass sie das gar nicht wirklich erklären können, weil es einfach, das ist so eine Herzenssache, ne? Du, entweder hast du diese Verbundenheit und hast sozusagen so eine Ahnung, wie du eigentlich leben möchtest, solltest, könntest und ja und so eine Vorstellung von der Freiheit und wie du es dir eigentlich erträumst oder eben, du hast andere Vorstellungen von deinem Leben und dann ist das ja auch in Ordnung. Bei mir war das aber, wie gesagt, wie bei anderen, ich sag mal, Leuten, die sich mit Indianistik eben dann später beschäftigt haben, es war das einfach so stark ausgeprägt, dass, wie gesagt, diese Bücher mich sehr stark beeinflusst haben, dass natürlich beim Spiel, Kinderspiel, ich natürlich immer der Indianer sein wollte, ja nicht der Cowboy, dass ich mir Federn ins Haar gemacht habe. Ich habe mir mit einem normalen Handtuch, ein Lendentuch gemacht, ja, und hatte bin dann quasi nur im Lendentuch rumgelaufen. Und ja, ich habe mich einfach so verbunden gefühlt mit so einem ursprünglichen Lebenskonzept von vor Tausenden von Jahren. Und die nordamerikanische Kultur der Indianer, die ja bis zum heutigen Tag so existiert, aber sich natürlich viel verändert hat auch, aber die waren für mich so ein Beweis dafür, dass das nicht nur irgendwann in der Vergangenheit mal gewesen sein könnte, ja, sondern dass es tatsächlich bis zum heutigen Tag im Jetzt auch hier überlebt hat und immer noch eine wichtige oder ja, eine richtige und wichtige Herangehensweise ans Leben ist. Und dazu kam, dass meine Mutter eine ganz, ganz große Sammlung an verschiedensten Büchern über verschiedene Kulturen, aber auch eben ja, im Prinzip über Geschichte hatte. Und dort habe ich ein Buch damals verschlungen. Das war auch war ein altes Buch, wo ganz viele Illustrationen zum Thema, ja, im Prinzip Geschichte des Lebens auf diesem Planeten hier abgebildet war. Also wirklich vom Urschleim aus, ja, bis zu den Neandertalern und frühen Menschen, die halt hier in Europa auch gelebt haben und dann den großen Herden hinterhergezogen sind und eben so ein Nomadenleben geführt haben. Und das war so spannend, das hat mich so fasziniert, dass ich mich mit diesen Bildern einfach richtig gut verbinden konnte. Und die eben dann, die Ergänzung waren dann wirklich die Bücher über die Natives, weil das noch greifbarer war. Ne? Das war nicht nur irgendwie, nicht eine Fantasiedarstellung von vor 100 Jahren, die eben die Zeit von vor Tausenden von Jahren zeigen möchte, sondern wir haben dadurch, dass diese Bücher über die nordamerikanischen Kulturen eben sehr, sehr genau auch sind, also nicht alle, aber doch relativ viel man daraus lernen kann, war das einfach so faszinierend. Und Indianistik ist ja im Prinzip genau das, ne? Diese Wissenschaft von alles, was sich um das Thema nordamerikanischer Kultur eben beschäftigt, damit sich zu beschäftigen und das wirklich absolut zu durchdringen und auch selber auszuleben. Warum das jetzt unbedingt der Indianer als Vorbild sozusagen sein muss, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das hat aber was mit unserer Geschichte hier auch zu tun, ja. Also jetzt gerade in Deutschland, aber das Gleiche gilt für Frankreich, für Tschechien, Polen, sogar bis Russland, gibt es ja Gruppen, die sich mit Indianistik beschäftigen. Und schon vor über 100 Jahren wurde eben der edle Wilde, der Indianer,
einfach als etwas sehr, als ein sehr hohes Wesen angesehen, der einen starken Freiheitswillen und Gerechtigkeitsdrang hatte und so weiter, und doch in seinem Wesen eher dem Ursprung des Menschseins näher kam. Und das war wirklich ein erstrebenswertes Ziel, auch schon damals. Da wurden viele Dinge drüber geschrieben, über genau das, dass es wirklich erstrebenswert war und man das sozusagen einfach als Vorbild ansehen sollte. Und das eben in Verbindung mit denen, mit unseren Vorfahren, die, also mit der Kultur, die wir jetzt hier haben, das eben verbunden führt eben wieder zu einer, ja, Rückbesinnung quasi auf die urzeitlichen Werte. Denn wir können ja, und das ist einfach unbestritten, wir können zum Beispiel in der Plains-Kultur ganz, ganz viele Dinge beobachten, jetzt eben was aufgezeichnet worden ist, vor ungefähr 200 Jahren oder 100 bis 200 Jahren, was eben auch unsere Vorfahren hier eben als Großwildjäger wahrscheinlich ähnlich gemacht haben. So, und ich finde halt diese Parallelen total spannend. Naja, wie ging das dann bei mir weiter? Also, ich bin dann eben aufgewachsen an einem neuen Ort in einer Lebensgemeinschaft und wie gesagt, unsere Nachbarn hatten dann ein Tipi. Wir haben das dann zusammen aufgebaut. Ich erinnere mich noch, als kleiner Junge haben wir riesengroße Tipi-Stämme quasi gehabt, um dieses Tipi zu bilden. War wirklich riesengroß in meiner Erinnerung. Vielleicht waren das so 6-7 Meter oder so, das Tipi. Und die ganze Kinderschar aus dem Dorf hat eben in und um das Tipi herum gespielt. So, das war so eine, war wie so ein Spielplatz im Prinzip. Und das hat mich so stark beeindruckt. Wir haben da drin übernachtet, ja, im Sommer. Wir haben da Feuer gemacht. Wir haben ein Innenzelt mit Decken und Klammern und Wäscheleine gemacht. Ja, und da bin ich eben so eingedrungen in dieses Thema, dass ich gesagt habe, ja, genau so möchte ich leben. Also ich bin halt da wirklich aufgewachsen mit dieser, mit diesem, der Lebensform im Prinzip. Und später war es auch so, dass meine Mutter mir dann mein eigenes Tipi genäht hat. Oder ich dann noch viel später eben meine eigenen dann angefangen habe zu nähen. Und dann habe ich tatsächlich auch zeitweise in meinen Tipis gewohnt. Also es war sogar schon noch zu Schulzeiten so. Ich habe mir morgens den Wecker gestellt und bin dann eben zur Schule gefahren. Und dann habe ich bei meinen Eltern gegessen und bin dann wieder in meinen Tipi zurückgegangen. Ne? Also das ist so eine Sache. Und ich hatte diese Freiheit, das ist wirklich ein absolutes Privileg gewesen, dass ich eben das Tipi auf einfach einer Wiese aufstellen konnte. Und das auch direkt quasi neben unserer Wohnung. Und ja, da konnte ich einfach machen, was ich wollte und mich da komplett ausleben. Meine Mutter hat das auch noch so weit unterstützt, indem sie, auch wenn sie jetzt nicht wirklich viel Ahnung, sage ich mal, von der nordamerikanischen Kultur hatte, hat sie mir doch versucht, aus Leder, damals aus Schafsleder, was man so als Fensterputzleder fürs Auto eigentlich nimmt, hat sie mir dann Kleidung hergestellt, also wirklich komplett ein Shirt und Leggings und sogar dann aus richtigen Hirschleder, eben dann Sidefold-Moccasins, sogar mit Perlenbestickung und allem drum und dran, also hat sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Heizschnucken, Haar sozusagen, ne? Seitlich als Skalplocken quasi oder einfach als Verzierung an den Fransen noch dran. Und ja, und das habe ich halt sehr viel, habe ich sowas getragen. In meiner Freizeit wurde dann auch in dem Dorf immer der Indianer oder der Lakota genannt, weil ich mich auch gleichzeitig sehr mit der Lakota-Sprache auseinandergesetzt habe. Ich hatte das Glück, dass es eben dann ein Buch gab, wo man eben die Lakota-Sprache lernen konnte. Und zwar wirklich eine Deutsch-Lakota-Übersetzung. Und das fand ich so faszinierend, das habe ich total aufgesogen und ich bin jetzt kein toller Sprecher geworden, kann jetzt nicht viel in Lakota sagen, aber ich kenne einzelne Wörter und diese Sprache hat mich einfach total fasziniert. Und damals als Kind war es für mich so, ich möchte mal, wenn ich groß bin, in die USA ziehen und dort leben und nur noch Lakota sprechen und da total eintauchen und da einfach bleiben. Das kam alles ganz anders, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, jedenfalls bin ich dann eben so aufgewachsen, habe tatsächlich in meinem Dorf dann noch andere Kinder davon begeistern können. Also wir waren irgendwann auch dann schon Jugendliche. Ich konnte eben andere dafür begeistern, eben auch damit einzusteigen.
und auch indianische Gegenstände herzustellen und im Tipi zu wohnen, ja, all das Ganze, Pfeil und Bogen zu schießen, zu üben und sowas. Und ich hatte auch das ganz große Glück, dass ich mal ein Wildniscamp mitmachen durfte, wo man eben ja all diese Sachen wie Feuer machen, nur mit dem Drillbogen, mit Rohhaut und Leder arbeiten und so weiter, wo man das alles mal schon als Kind erfahren konnte. Und das hat mich so auch wieder so stark beeinflusst, dass ich noch heute sagen würde, im Prinzip das, was ich als Kursteilnehmer damals erlebt habe, würde ich am liebsten auch irgendwann anderen Kindern eben und Jugendlichen ermöglichen wollen. Habe ich auch tatsächlich ja schon gemacht, deswegen bin ich Erzieher geworden und habe in der wildnispädagogischen Arbeit eben sowas mit Kindern gemacht. Und von daher wollte ich einfach dieses Wissen, was ich selber erlangt habe, dann weitergeben. Und das ist jetzt erstmal unabhängig von der Indianistik, also der Geschichte, aber es ist damit zu verbinden, weil auch bei den nordamerikanischen Indianern eben das Feuer machen mit dem Handdrill und solchen Geschichten eben auch verbreitet war. Und deswegen, da sind halt viele Parallelen dann zu sehen. Genau, so bin ich eben dann aufgewachsen und bin immer weiter da eingestiegen in das Thema. Ich hatte dann das große Glück, dass meine Mutter in der Zeitung gelesen hat, dass ein echter Native American hier aus dem Plains-Gebiet sogar hier nach Deutschland, sogar zu uns eben in die Region kommt und ein Camp für Jugendliche macht, Kinder und Jugendliche. Und da hat sie dann mich eingepackt und wir sind da sofort hingefahren. Ich durfte dann tatsächlich auch eine Woche dort bleiben. Und da fing es eigentlich an, dass ich die Verbindung zu einem echten Native geknüpft habe. Und ich hatte nie irgendeine Verbindung zu irgendeinem Hobbyistenclub, ja, also Indianistik. Leute, die sich zu einem Club vereinigt hatten, um das auszuleben, sondern ich hatte, meine Verbindung war eben zu diesem Native. Und über den habe ich eben so viel erfahren. Ich war sehr schlecht ja in der Schule. Ich konnte überhaupt kaum Englisch damals. Und der Native natürlich kein Deutsch. Und so musste ich mich wirklich mit Händen und Füßen irgendwie ausdrücken. Aber ich habe ihn ausgequetscht. Ich habe alles erfragt, was ich nur irgendwie wissen wollte, habe mit wirklich im Sand mit dem Stock quasi eingezeichnet, was ich sozusagen ihm vermitteln wollte. Und so habe ich wirklich so das ein oder andere Wichtige für mich von ihm lernen können. Und das war eine Verbindung, die sich über die nächsten Jahre immer weiter verfestigt hatte. Und ja, das ging wirklich sehr weit, diese Verbindung. Und deswegen hatte ich immer eine andere Perspektive auf die Indianistik-Szene in Deutschland, weil ich das aus einer Perspektive betrachtet habe. Ich bin zwar Deutscher, aber mein, ja, man kann schon sagen, Ziehvater, ne? Jemand, der sich eben mir angenommen hat, der ist eben Native und möchte natürlich auch seine Vorstellung gerne in mir wiedersehen, ja. Und da hatte ich echt dann zu kämpfen, als ich dann halt irgendwann wirklich mit Hobbyisten, also Indianistik-Hobbyisten zu tun hatte später. Einfach dieser Konflikt zwischen den Natives und deren Ansichten und dann dem deutschen Hobbyisten. So, und das ist halt eine eigene Welt irgendwo dazwischen, so ein eigener Mikrokosmos, den ich immer noch bis heute als eine Art Außenstehender betrachten möchte oder auch kann auch nur, weil im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Freundin, ja, die ist damit aufgewachsen, da gibt es Babyfotos in der indianischen Tragetasche, hat sie schon als Baby eben, wurde sie da eben getragen und man merkt eben, da ist jemand wirklich in etwas hinein, in diesen Mikrokosmos hier in Deutschland hineingeboren worden und so gibt es auch ja vielen anderen Hobbyisten, die das so ausleben und ich aber überhaupt nicht. Ich komme da eben aus einer ganz anderen Ecke. Meine Familie, also beziehungsweise meine Mutter, die war eben sehr künstlerisch mit Filz und mit Nähen und Weben, da sehr aktiv, sage ich mal so. Und das heißt, so diese ursprünglichen Dinge mit so Naturmaterialien arbeiten, Sachen selber machen, selber herstellen, das war schon immer in mir und ich bin damit einfach aufgewachsen. Und speziell eben die Kultur der nordamerikanischen Indianer hat mich einfach dann diese Einflüsse so stark geformt, sage ich mal, dass ich da auch mit aufgewachsen bin, aber eben anders als
viele andere in Deutschland. Ich denke mal, es geht trotzdem auch Leuten genauso wie mir, die ohne einem Indianistikverein aufgewachsen sind, einfach nur für sich eben gebastelt haben, also wirklich und dann in diese Kultur eben nur für sich eingetaucht sind, ja. Und ja, das ist einfach eine Sache gewesen, die in meinem Leben unglaublich wichtig war. Und bei mir ging das wirklich sehr weit. Ich war ein wirklicher Extremist. Also ich war so extremistisch in dieser Geschichte, dass ich war voll auf der Wellenlänge des American Indian Movement. Hab gesagt, also wenn ich mal ein gewisses Alter erlange, dann werde ich auf jeden Fall auswandern und werde da mich für die Rechte der Natives einsetzen und da eben dafür kämpfen. Und ich habe gesagt, ja, also was die AIM macht, das ist genau, da steh ich absolut dahinter. Wenn es nochmal solche Konflikte gibt, dann bin ich der Erste, der da mitmacht. Ich habe mir gedacht, ich werde irgendwann vielleicht mal sowas wie ein Medicine Man oder ja, sowas in die Richtung. Ich hatte immer vor, dass ich auch Visionssuchungen für Jugendliche anbieten möchte. Nicht, weil ich damit Geld verdienen möchte oder auch sowas wie Schwitzhütten, sondern einfach, weil ich das als eine wichtige Sache erachte, als Werdegang eines Menschen. Ne, dass wenn jetzt hier ich sag mal, fehlgeleiteter Jugendlicher oder einfach der noch überhaupt gar nicht geleitet ist, wenn der eben die Möglichkeit hat, eine Schwitzhütte zu machen und dann eine Visionssuche anzutreten, dass er da eben mehr zu sich selber findet. Ja, und irgendwann kam auch bei mir dann der Tag, als ich dann in das gewisse Alter kam. Ich sollte damals zum Beispiel eigentlich Konfirmationen machen, beziehungsweise auf der christlichen Ebene bei den Freikristen. Und ich habe mich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt, also gegen diesen christlichen Unterricht, weil für mich war das absolute Schreckgespenst quasi, ne? Also das war ja mein Feind in Anführungsstrichen, ne? Ich habe das ja aus der Sicht der Natives gesehen und für mich war die ganze Kultur der Weißen, vor allen Dingen mit dem Christentum, war so für mich das absolute Böse in Person. So, ich sehe das heute ein bisschen entspannter, aber ich habe da immer noch mit diesen Ansichten, ja, bin ich immer noch stark verbunden und habe da so meine Probleme mit gewissen Dingen. Jedenfalls sollte ich da eben diese Konfirmation dann machen. Und ich habe mich dann mit Händen und Füßen gewehrt. Dann kam tatsächlich der Pfarrer bei uns und kam zu uns nach Hause und hat mich dann gefragt, also meine Eltern, wir saßen alle an einem Tisch und hat mich dann gefragt, naja, warum willst du denn jetzt hier nicht weitermachen? All deine Freunde machen hier mit und du trittst hier aus. Also der wollte einfach die Gründe und Hintergründe wissen. Und ja, ich weiß nicht genau, wie meiner Mutter das da ergangen ist, aber es war ihr vielleicht ein bisschen peinlich, dass ich da so also komplett quer schieße. Ich habe mir dann Folgendes gemacht. Einfach die nordamerikanische Kultur war für mich ja eine Kultur gegen den Westen als Widerstandskultur ja auch zwangsläufig anzusehen. Und ich habe mir also Kriegsbemalung draufgepackt, habe mir indianische Kriegskleidung angezogen und war auch komplett bewaffnet mit Speer, Keule und sonst was alles und habe mich dem Pfarrer eben gegenüber an den Tisch gesetzt und habe sozusagen über mein Äußeres ihm klar machen wollen, wo ich stehe. Und habe ich ihm über die Kreuzzüge erzählt, ich habe ihn über die Herangehensweise, wie die nordamerikanischen Indianer christianisiert werden sollten, habe ich erzählt und habe gesagt, ja, aus diesen Hintergründen kann ich da einfach nicht mitmachen und ja, es wird auch nie wieder so kommen. Und ich hatte seitdem bis zum heutigen Tag mit vielen Christen über genau dieses Thema wirklich hochgradige spannende Diskussionen. Und ich bin da nicht mehr radikal, sondern jeder soll das einfach so machen, wie er will. Aber eine Sache, da will ich schon drum bitten, man sollte immer sich selber hinterfragen, wenn man missionarisch an eine Sache rangeht, ob das wirklich so zielführend ist, weil jedem sollte man seine Spiritualität oder Weltanschauung auch lassen, ja. Und es ist falsch, absolut, das ist für mich sozusagen eine Erkenntnis, es ist falsch, jemanden zwingen zu wollen oder überreden zu wollen, dass er jetzt an irgendeinen Gott oder irgendetwas Spezielles glaubt, so. Weil jeder hat da seine eigenen Herangehensweisen und ich bin, würde ich sagen, schon ein spiritueller Mensch, aber ich bin eher naturreligiöser Mensch. So würde ich das mal beurteilen. Ja,
Genau, also das dazu, gut, aber ich schweife jetzt hier schon wieder zu viele Themen, ich schweife ab, sonst wird das Video hier zu lang. gut, also meine Sache war dann eben die, irgendwann kam eben der Tag, dass ich auf eine Visionssuche gehen sollte und mein Ziehvater, mein Native American Ziehvater hat eben dann zu mir gesagt, so, jetzt ist eben diese Zeit für dich gekommen, das heißt, das wäre jetzt das, was du machen solltest und hat mich dann eben auf die Visionssuche geschickt. Und 4 Tage, 4 Nächte saß ich alleine auf dem Berg und habe gefastet. Und ja, das war für mich jetzt eine wirklich auch wichtige Erfahrung. Also ich hatte jetzt keine große Vision, wo man jetzt sagen könnte, oh, jetzt hat sich irgendwas ganz toll in meinem Leben geändert oder so. Nein, sondern für mich war das mehr eine Art Klarheit, die ich daraus ja begriffen habe. Ne? Vorher war ich eher so in meiner Fantasie vertieft und mit diesem Ereignis kam das erste Mal in diesem Übergang vom Kind zum Mann sozusagen, ne? Vom Jungen zum Mann, kam das erste Mal so ein Punkt raus aus der Fantasie in, ja, in irgendwie realistischere Lebenskonzepte, sage ich mal. Und ich hatte dann auch kurz danach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch noch mal ein zweites Schlüsselerlebnis. Ich war in Berlin und war mit dem Native unterwegs und wir haben andere Natives getroffen und wir waren, da ging es dann darum, dass wir bei jemandem zu Hause einen Whisky getrunken haben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ja, und dann wurde halt so erzählt, was ich eigentlich vorhabe. Und ich bin auch, man muss dazu wissen, ich hatte ein T-Shirt an mit einem Aufdruck hier von Sitting Bull. Das war mein absolutes Vorbild. Ich hatte immer 2 Zöpfe, die waren auch umwickelt. Ja, und es war wirklich, ich bin da total eingetaucht in diese Geschichte. Man könnte eben halt sagen, Wannabe. Ja? Also ich war ein absoluter Wannabe-Indianer. Und jedenfalls wurde dann eben so berichtet, was ich vorhabe, dass ich eben nach Nordamerika gehen möchte, dass ich dort den Natives helfen möchte und so weiter und so fort. Und einer von den Natives, der hörte sich das eben an und sagte erstmal eine ganze halbe Stunde überhaupt gar kein Wort. Man hat gemerkt, es hat erstmal in ihm gerattert und er hat nach den richtigen Worten als Antwort gerungen, sage ich mal. Und ich meine, ich war ja auch noch relativ jung. Und ich denke mal, ihm war auch bewusst, er war jetzt auch nicht betrunken oder so, sondern er wollte eben dementsprechend was Gutes beitragen. Und irgendwann hat er dann auch Worte gefunden und hat zu mir gesagt, ja, also so jemanden wie dich brauchen wir nicht. Also wir brauchen dich nicht, du bist ein Weißer, wir wollen dich auch nicht, du wirst auch da nicht unbedingt, wenn du das tun würdest, auf ja, Wohlwollen stoßen, sondern auch eher auf Ablehnung. Und wenn du irgendwie was für Leute tun willst, dann mach das bei deinem eigenen Volk, mach das einfach hier. Aber nicht, geh nicht darüber, weil erwarte nicht, dass jemand dich dort haben möchte. Und das war für mich erstmal so wirklich wie so ein Schlag in die Fresse, wo man mir sagt so, okay, ja, so habe ich das jetzt natürlich noch nie gespiegelt bekommen, aber gut, dass du das jetzt sagst so. Ich habe da erstmal eine ganze Zeit dran zu knabbern gehabt und erstmal habe ich mich dann zurückgezogen und habe versucht, hab mir gesagt, okay, vielleicht ist dieser indianische Weg, man sagt ja dieser rote Weg, ist dann vielleicht jetzt nicht so unbedingt das Richtige für mich. Vielleicht sollte ich wirklich ihm da Gehör schenken und anderen Dingen erstmal folgen. Ich hatte auch eine Biografie gelesen von einem Medizinmann und der beschrieb eigentlich, dass er in seiner Jugend und in der Hälfte seines Lebens alles gemacht hatte und eben nicht schon früh auf zum Medizinmann ausgebildet worden war und dann ist er irgendwie der große Heiler geworden, sondern er hat erstmal sein ganzes Leben lang wild gelebt, ja? Einfach alles gemacht, was er wollte. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das der Weg, vielleicht ist das genau der Punkt. Ich hatte auch dann das als Vorbild noch, hatte ich mir dann Siddhartha genommen. Ich dachte mir, ja, also der hatte ja im Prinzip das Gleiche verkörpert wie der. Und ich dachte mir, ja, dann ist das jetzt mein Weg. Ich habe dann eine Punkrockband gegründet. Und für mich ist aber dieser indianische Weg ist niemals dann abgestorben. Ich hatte immer einen Tipi dort stehen. In Sommermonaten habe ich da drin gewohnt. Ich habe immer noch mir Mokassins hergestellt. Und also ich bin immer noch in dieser ganzen Geschichte weiter aufgewachsen.
aber nicht mehr so intensiv, wie ich das sozusagen vorher in der kindlichen Fantasiewelt getan habe, sondern das war dann eben eine andere Herangehensweise. Und ich hatte, wie gesagt, nie Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten, die sich da irgendwie mit beschäftigen würden, außer mit Leuten, die, wie soll ich sagen, die das auf der spirituellen Ebene, auf der esoterischen Ebene betreiben, ja, die Indianistik. Und das war tatsächlich eine Erfahrung für mich, die hat sich eingebrannt als schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen gleich negativ, sondern es war, für mich war da plötzlich die Frage an mich selber, was die dort machen, das ist ja nicht richtig authentisch, die machen das nicht auf die richtige Art und Weise und ich mache das aber richtig und die machen das falsch, also sollten die das nicht so machen. Und aber dann kam die Hinterfragung mit meinen Kumpels, sag mal, aber hier bei der Geschichte, du hast da auch eine Pfeife dir selber hergestellt, ja? So ein Kalumet. Also, und du hast das geraucht, also, und da hast du das dann. Und dann kam plötzlich das erste Mal diese Fragen auf, eigentlich, was darf ich da eigentlich und was nicht? Ja, was sollte man eher sein lassen? So, diese Fragen kamen dann auf und ich war dann auch, glaube, zwei, dreimal auf dem Powwow in der Nähe von Berlin. Und auch da habe ich keinen Anschluss finden können, weil auch wenn man erkennen konnte, dass ich mich ja, ich hatte immer zwei Zöpfe, ich sah sehr indianisch aus, aber es gab jetzt, das war eine sehr familiäre Struktur, die dort auf dem Powwow herrschte, so kam es mir jedenfalls vor, weil wir haben da keinen Fuß in die Tür gekriegt. Also ich war mit meinen Kumpels da und wir hatten, außer mit Händlern, die da irgendwas verkauft haben, hatten wir überhaupt nicht wirklich Kontakt. Wir waren vielleicht auch da nicht kommunikativ genug, kann auch sein, aber ich meine, als gerade mal vielleicht halb Jugendlicher ist das natürlich auch schwierig, das zu erwarten. Ich war eher so ein Eigenbrötler, so ein Typ, der eben sich zurückzieht und für sich alleine in den Wäldern spielt, so. Und deswegen war so eine große Menschenansammlung eben sowieso nichts für mich. Naja, jedenfalls vergingen so die Jahre und irgendwann habe ich dann die alten Gegenstände, die ich hatte. Ich habe mich ja immer wieder auch weiterentwickelt, immer wieder neue Sachen gelesen, Sachen ausprobiert, habe Tiere gehäutet, daraus Sachen hergestellt und irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, auch wirklich alles sehr durch Zufall, der eben auch so wie ich eher die Sachen, diese Indianistik-Geschichte für sich alleine macht, Gegenstände sammelt und auch zum Teil herstellt, aber eigentlich keinen großen Kontakt zu anderen Leuten hat, auch ohne Verein und so weiter. Und der hat mich eingeladen nach Hause, ich habe mir dann seine Sammlung angeschaut und ich war wirklich total baff, weil das auf dem Niveau war wie im Museum. Und das hatte ich vorher noch nicht erlebt, einfach so eine hohe Qualität, dass es eben wirklich genau mit den Materialien hergestellt ist, die damals verwendet worden sind, dass man jetzt nicht einfach nur irgendwie sowas wie einen Joker herstellt, nach irgendwelchen Abbildungen, die man so grob gesehen hat, sondern dass man sowas halt wirklich so authentisch, wie es irgendwie geht, herstellt, ja, und nicht irgendwie. Und ja, mit denen habe ich mich angefreundet und viele Sachen haben wir im Austausch dann hergestellt, also Sachen zusammen hergestellt. Ich habe Sachen für ihn hergestellt. Wir haben ein Tauschgeschäft gemacht und das hat dann auch wirklich, das ging über mehrere Jahre und es war auch so, dass wir dann eingeladen worden sind. Also er wurde eingeladen zur indianischen Wieg und hat auch darauf bestanden, dass ich da auf jeden Fall mit hin muss. So. Und ich war, wie gesagt, am Anfang so eben so hin und her gerissen, einfach weil meine Herangehensweise eine andere war. Ich dachte mir so, okay, wenn die Leute so sind wie die esoterischen Indianistik-Leute, die ich kennengelernt habe, dann möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt mit denen Kontakt haben. Aber aufgrund der Fotos, die ich dann schon gesehen hatte, dachte ich, okay, vielleicht der eine oder andere scheint das ja auch ernster zu nehmen. So. Und das vielleicht ein bisschen authentischer und ein bisschen mehr mit Hirn zu betreiben. Und dann dachte ich mir, okay, ich sollte vielleicht da mit hin und ich sollte vielleicht die Leute kennenlernen. Und ich hatte das große Glück, also einerseits erstmal, dass mich diese Leute überhaupt eingeladen haben und dann mit hingenommen haben. Also das ist ja schon ein großes Privileg, war das. War eine große Ehre für mich. Und der Moment, als ich dort ankam, den werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, weil plötzlich standen vor mir 300 Tipis,
Sowas habe ich noch nie gesehen und habe auch niemals gedacht, dass in Deutschland oder überhaupt irgendwo in der Welt noch sowas in so einer Größe existiert. Und da waren tatsächlich Leute dabei, die das sehr, sehr akribisch betreiben und meine Vorurteile überhaupt gar nicht bestätigten, sondern eben wirklich zum Teil wesentlich weiter waren mit ihren ganzen, mit ihrer Wissenssuche oder ja, dem Erlernen von den ganzen Dingen, als ich das war. Und da habe ich erst das erste Mal gemerkt, okay, vielleicht bin ich gar nicht so weit, wie ich das von mir immer denke, ne? Von dem Wissen von bestimmten Sachen, sondern da gibt es Leute, die sind da viel umfangreicher gebildet in dem Sektor. Und da dachte ich dann zuerst mal, okay, das macht tatsächlich Sinn, sich mit denen zu unterhalten. Und so kam das Ganze einfach ins Rollen. Ich hatte dann wirklich auch das große Glück, dass wie durch Zauberhand kam ich wirklich zu den richtigen Leuten. Also aus meiner Sicht jedenfalls waren das alles Leute, die mir sehr offenherzig weitergeholfen haben. Also da gab es eigentlich kaum jemand, der nicht hilfsbereit war, der nicht offen sein Wissen mit mir geteilt hätte. Die Leute haben gesehen, dass ich das ernst meine, dass ich jemand bin, der nicht nur mal als Besucher da hinfährt, sondern ich bin da auf einer anderen Ebene sozusagen, ne? Also das ist halt, bin da einfach anders vom Typ her. Und diese Erfahrung, die haben mich dann in den letzten Jahren so bereichert. Und das ist ja auch eben dann so gewesen, meine jetzige Freundin kommt ja sogar aus diesem Universum, sage ich mal, also aus dieser Indianistik-Szene. Und ja, das hat bei mir halt alles immer weiter verstärkt, ne? Und so bin ich da im Prinzip reingeschlittert quasi, sage ich mal so. Also es war gar nicht eine Sache, die ich jetzt frei so entschieden hätte und gesagt habe, ich will da unbedingt mal hin und ich will das unbedingt alles, will da unbedingt mitmachen, sondern es war die eine Sache führte zur nächsten und so bin ich da eben reingekommen. So, und ich bin trotzdem weiterhin ein ziemlicher Eigenbrötler und mache die Sachen eben so auf meine Tour. Aber es macht einfach super Spaß, sich dann mit anderen Leuten auszutauschen. Aber ich habe das halt beobachtet und zwar, dass eben das Ganze nicht mehr ganz so politisch korrekt angesehen wird hier in Deutschland von einigen Leuten. Dass Leute auch ich sag mal, ein falsches Bild davon haben, was so Leute wie wir eigentlich machen. Und ja, und immer nur gleich die Negativ-Personen, also das Negativ sehen. Ja? Weil es gibt ja ganz verschiedene, was ich auch in dem letzten Video mit der kulturellen Aneignung schon erzählt hatte. Es gibt so verschiedene Ausprägungen von Leuten, die eben sich mit Indianistik als großes Überthema eben beschäftigen. Erstens gibt es so viele verschiedene kulturelle Bereiche, mit denen man sich beschäftigen kann. Zum Beispiel gibt es Leute, die sich nur mit der Sprache auseinandersetzen. Ne? Dann gibt es nur Leute, die sich ausschließlich mit dem Bogenschießen auseinandersetzen. Und die nächsten mit noch einer ganz anderen Geschichte. Und ja, und das ist aber spannend, wenn man diese ganzen Leute eben vereint auf einem Haufen hat und dann den einen fragen kann, Mensch, wie ist denn das hier mit dem Bogenbau? Oder wie machst du das dann mit dem Gerben? Und so weiter. Dann kommt eben da eine Gemeinschaft zustande, die sich gegenseitig immer weiterentwickeln kann. Und ja, und jetzt ist ja halt die Frage, okay, dürfen wir als Weiße überhaupt in so eine Rolle schlüpfen? Ja? Dürfen wir überhaupt uns Wissen aneignen über die Indianer und das auch noch dann vermitteln wollen? Also, und da gehen die Meinungen natürlich total auseinander. Ich sage auf jeden Fall, wenn das gut gemacht ist, wenn jemand das mit sehr viel Respekt und mit sehr viel, ja, was soll ich sagen, Feingefühl macht, dann ist das durchaus in Ordnung. Denn wir haben auch das Gegenteil. Ja? Das Gegenteil wäre ein Native, ja, der 100% Lakota ist und oder halt das vorgibt zu sein und dann aber Dinge vermittelt aus seiner Kultur, um damit auch Geld zu verdienen. Die aber nachweislich erstens falsch sind, ja, und zweitens zu einem Stereotypbild, falschen Bild über sein Volk eben bringt. Ja, dann hat er zwar die Freiheit, das zu tun, das ist auch okay, aber ob das jetzt so gut ist, sei dann dahingestellt, weil es aus meiner Sicht dann eher sinnvoller ist, dass sich jemand, egal welche Hautfarbe, das ist vollkommen wurscht, aus welcher Kultur er kommt,
wenn jemand da so intensiv eingetaucht ist in ein bestimmtes Thema, dass er das wirklich von sich aus auch vermitteln kann, dann sollte er das tun. Und zum Beispiel, ich bin jemand, ich bin jetzt nicht so gut in speziellen Themen, dass ich sagen könnte, kann jetzt hier der Lehrer für alle möglichen tollen Themen sein und euch jetzt zu allen Sachen alles ganz ausführlich erklären. Nee, das so ein Typ bin ich nicht, sondern ich bin jemand, der eben in verschiedene Bereiche reinschnuppert, sage ich mal, verschiedene Dinge ausprobiert, macht, sich aneignet, aber ja, eher, ich möchte lieber einen größeren Überblick haben und lieber ein bestimmtes Lebensgefühl verstehen können und bestimmte Herangehensweisen, also ein Mindset eben verstehen können und dieses Mindset für mein Leben auch immer auch nutzen können, ja. Also darum geht es ja auch. Es geht ja nicht nur darum, dass man für sich irgendein Buch gelesen hat und dann hat man irgendwelches Wissen sich angeeignet, sondern es geht halt darum, dass man irgendwas für sein Leben als Lebenskonzept mitnimmt, daraus nimmt. Irgendeine Weisheit, die man da erlernt oder eine Herangehensweise. Und sei es nur zum Beispiel, wenn man ja, jemand, der Schafe sich hält, also Tiere hält, und jetzt hat er immer nur das Fleisch quasi verarbeitet, aber nie die Felle oder das Leder gemacht. Und dass so eine Person auf die Idee kommt und sagt, Mensch, so eine Hirngerbung, das müsste ich eigentlich mal ausprobieren, dann muss man das nicht wegschmeißen. Oder dann sagt, ja, ich mache jetzt vielleicht schon Hirngerbung, ich ziehe schon heute ab, aber vielleicht kann man das nochmal ein Stück weit noch besser machen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass die Aufzeichnung, die wir haben über die nordamerikanische Kultur, uns eben zeigen kann, wie das auf dem hochentwickelten Level sein kann. Und das finde ich großartig, finde ich richtig toll. Da kann man unglaublich viel mitnehmen, unglaublich viel lernen. Und ich bin da eben immer noch auf dem Weg. Mein ganzes Leben besteht eben aus dem Lernprozess. Und diese Indianistik hilft mir eben damit, mich besser selber kennenzulernen, über andere Kulturen besser Bescheid zu wissen und eben die verstehen zu können. Ja? Und dazu gehört aber, dass man nicht dogmatisch wird. Ich habe eine Zeit lang das Dogma gehabt, ja, alles, was die Natives tun, die haben auf jeden Fall recht, auch heutzutage in allen Rechtsfragen. Und alles, was sie tun, ist irgendwo richtig und gut. So, und dann kamen aber plötzlich so Dinge auf, wie irgendwer postet dann halt unter ein Bild, ja, also das können nur Weiße sein, die da so ein Tipi-Camp aufschlagen, weil alle bauen den Eingang nach Osten, nee, in verschiedene Richtungen auf und nicht nach Osten. Und der richtige Weg des Native wäre, dass der Eingang des Tipis nach Osten zeigt. So. Ja, und solche Sachen sind einfach Quatsch. Ja. Das hat irgendjemand mal behauptet und ist. Das Problem ist, man sollte da sehr vorsichtig sein mit seinem Wissen. Und das erstmal sich selbst hinterfragen und erstmal nachforschen, bevor man solche Dinge sagt, weil man schnell feststellen kann, dass es vielleicht in dem einen oder anderen Kontext überhaupt gar nicht passt. Zu diesem Thema sei mal gesagt, ja, wir haben Fotos, wo die Eingänge von den Zelten in eine Richtung gehen. Bei bestimmten Lagerkreisen scheint das auch der Fall gewesen zu sein, aber in anderen Fällen. Und das ist wahrscheinlich die überwiegende Anzahl davon, sieht man, dass die Eingänge einfach wahllos in irgendeine Richtung zeigen, je nachdem, wie die Person sich eben gefühlt hat. Jetzt kam aus Westen der Wind und dann hat man sich halt in die andere Richtung aufgebaut oder was auch immer. So, also man hat eher darauf geachtet, dass man sich den in dem Moment herrschenden Bedingungen angepasst hat. Ja? Also es bringt jetzt nichts, wenn man Ostwind hat. Ja, über mehrere Tage hätte man jetzt Ostwind und weil es so authentisch ist, man meint, das wäre authentisch, baut man jetzt nach Osten das Tipi auf mit dem Eingang. Totaler Quatsch. Also dann hast du ja nur Rauch in der Bude. Ist einfach Quatsch, so eine Geschichten. Und da habe ich halt einfach in den letzten paar Jahren so viel mitbekommen, was da verbreitet wird und was irgendwie ja manchmal nicht so gut ist. Und jeder sollte sich da eben ein bisschen mehr hinterfragen. Ich werde das auch tun. Also für mich sind solche Sachen wie, und es sind immer noch nicht richtig abschließend zu klärende Fragen. Ja? Sowas wie, durfte ich jetzt als Weißer eine Adlerfederhaube tragen mit wallender Schleppe bis zum Boden aus echten Steinadler-Stoßfedern? Dürfte ich das? So einfach als Frage. Und da ist wieder entscheidend der Kontext und vielleicht auch,
wurde mir diese Adlerfeder als Auszeichnung verliehen, eine einzelne, dann, warum sollte ich, nur weil ich eine weiße Hautfarbe habe, diese eine Feder nicht tragen können? Mir wurde eine verliehen, persönlich, und deswegen sehe ich das auch als mein Recht an, eine einzelne tragen zu dürfen. Was ich aber nicht tun würde, wäre, mir eine riesengroße Adlerfederhaube aufzusetzen, weil das einfach nicht meiner Weltanschauung vertritt. Denn wenn ich in der experimentellen Archäologie, was so sehe ich ja, ist die Week oder diese Treffen von so und so von den Indianistik-Leuten, so sehe ich das ja auch an. Wenn ich da meine Rolle verkörpere, ne, und das bin ja auch ich, die wirkliche Person, dann muss es authentisch sein. Dann möchte ich kein Klischee bedienen, dann möchte ich möglichst auch nicht in eine Rolle schlüpfen, die ich nicht bin. Das ist natürlich eine Gratwanderung, weil ein Stück weit tut man das ja immer, aber ja, da muss man eben ein bisschen vorsichtiger sein, weil es gibt Dinge, die man ohne Probleme aus meiner Sicht machen darf. Zum Beispiel sich Beinlinge aus Leder anzuziehen und ein Lendentuch zu tragen. Das hat nichts grundsätzlich erstmal mit der indianischen Kultur zu tun. Das darf jeder. Auch dürfte ich das tun, um die nordamerikanische Kultur darzustellen, aus meiner Sicht, weil ich damit jetzt keine spirituelle Sache verletze. Außer wenn jetzt irgendwelche bestimmten Dinge auf der Legend sind oder so, dann ist es wieder ein anderes Thema. Oder wenn ich jetzt, ich zeige auch Videos und Fotos ja von meinem Tipi und meiner ganzen Einrichtung. Und was ich da tue, ist, ich zeige das Alltagsleben so wie das Leben eines Bisonjägers oder einer Kultur der Bisonjäger eben gewesen sein könnte, sage ich mal. Ich versuche da so nah wie möglich am Original zu sein. Das wird man niemals zu 100% erreichen. Aber ja, es ist ein Abbild dessen. Und was ich nicht tue, ist zum Beispiel ein Altar aufbauen mit Bisonschädel und Pfeife und so weiter. Solche Dinge tue ich da nicht. Und das ist für mich eine Art von Respekt. Wenn ich das für mich alleine tue, dann ist es ein anderes Thema, wenn ich das so machen würde. Ja? Aber wenn man das sozusagen öffentlich macht, da kann man halt drüber diskutieren. Aber das ist ein kompliziertes Thema. Und das ist auch der Grund, das finde ich auch sehr schade, dass das so kontrovers besprochen und diskutiert wird, weil das wieder zu Dogmen führt. Und das führt wieder dazu, dass einzelne Leute, die dem Indianistik-Hobby eben der Wissensaneignung einher, also dem nachgehen, da geht dann einher, dass diese Person sich verängstigt fühlen und sagen, na, ich möchte jetzt nicht unbedingt weder mit meinem Namen, noch möchte ich irgendwie, dass irgendjemand weiß, dass ich das auslebe, weil das ist ja politisch nicht so korrekt. So. Und das ist ein Problem, finde ich, weil wo führt das hin, wenn jetzt plötzlich alles politisch unkorrekt ist, was wir da tun? Dann ist ja jede Archäologie, müsste man ja dann hinterfragen. Also da müsste man sich auch überlegen, ob das politisch korrekt ist. Und ich finde das ein äußerst kompliziertes Thema. Ich glaube auch zu dem Thema kulturelle Aneignung werde ich bestimmt nochmal ein Video machen. Ich habe da so viele Dinge, die mich ja auch seit Jahren beschäftigen. Und ich mich natürlich auch immer gefragt habe, kann ich das zeigen? Kann ich sowas zeigen? Kann ich mich zeigen in kompletter indianischer Regalia? Also ist das in Ordnung? Oder zum Beispiel, ich sag mal, eine Alltagskleidung. Und ich würde sagen, eine Alltagskleidung ist überhaupt kein Problem. Das kann man öffentlich machen. Und wenn es für eine Wissensvermittlung geht, dann kann auch jemand eine Adlerfeder in die Hand nehmen, auch als Europäer, und da was zu erklären. Weil wir haben hier andere Gesetze und andere Herangehensweisen in Deutschland und Europa insgesamt als in den USA. Da gelten andere Maßstäbe, andere Gesetze. Und das muss man auch immer betrachten, weil ich habe das Gefühl, dass diese ganze Diskussion über die kulturelle Aneignung, das ist ein Thema, das wird einfach sehr aus den USA kommend, wird über die ganze Welt einfach als eine Weltanschauung vermittelt. Und alle sollen das jetzt so sehen, wie das eben irgendwelche ganz aufgeklärten, entweder farbige Leute oder eben weiße Leute, die irgendwie ganz aufgeklärt sind, eben darstellen. So, und das sehe ich als falsch an, weil wir haben hier ganz andere Herangehensweisen. Zum Thema Adlerfeder, ne? Da kommt dann irgendein Native und sagt, oh, wenn er ein Bild sieht von einem Europäer, der eine Adlerfeder trägt, und dann sagt er, nein, das darf er gar nicht. Der hat gar nicht das Recht, diese Feder zu tragen. Und dann ist es halt so ein
so ein Ding. Also erstens sind wir halt nicht in Nordamerika. Und ja, in dem Kontext, wenn er einen Native darstellen will, dann kann man darüber diskutieren, ob er diese Adlerfeder tragen darf oder sollte. Aber grundsätzlich eine Adlerfeder zu besitzen und sich damit zu schmücken, ist eine Sache, die nicht unbedingt nur auf die nordamerikanische Kultur zurückzuführen ist, weil es gibt verschiedene Kulturen, die sich mit Federn geschmückt haben und auch immer noch tun und diese sogar auch aus Steinadlerfedern machen. Zum Beispiel der Jägershut eines alten Jägers hat eine Flausch oder andere Steinadlerfedern hier am Hut, ja, als Symbol. Außerdem in der Wüste gefundene Mumien, ich weiß nicht, ob es jetzt Gobi war, da wurden Skelette gefunden, da war eine Frau, die hatte einen Filzhut und da war eine Steinadlerfeder oben dran. Also, und das ist eine Kultur, das hat ja nichts mit Nordamerika zu tun. Und trotzdem hatte sie am Hut eine Adlerfeder. So, und da gibt es, wir können das jetzt einfach endlos hier so weiterführen. Auch mit der Perlenstickerei und solchen Geschichten, dass das nicht unbedingt nur eine Sache ist, die halt in Nordamerika halt so vorkam. Ja, und wir sehen eben, wenn wir in verschiedene Epochen der Geschichte reinschauen und in verschiedene Kulturen weltweit, dann sehen wir manchmal sehr ähnliche Herangehensweisen und können jetzt nicht einfach sagen, nee, das gehört jetzt nur dieser Kultur und das gehört nur dieser. So, das können wir eben, so sollten wir das nicht tun. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir da ein bisschen differenzierter drauf gucken und auch verstehen, dass kulturelle Teilhabe immer auch eine absolute Chance ist. Und kulturelle Aneignung, wenn man nun dieses böse Wort in den Mund nehmen möchte, hat ja auch die positiven Seiten. Wenn ich mir etwas aneigne, ja, dann erkenne ich ja auch damit an, irgendeine Fähigkeit dieses Volks, was ich für in meinem Volk dann übernehme. Also nehmen wir da ganz normal jetzt nochmal ein Beispiel, ja, aus den Steppen, die Skythen und die verschiedenen Stämme, die jetzt dort, Mongolei und so weiter, diese ganze Steppenregion gelebt haben, die haben die Geschichte des Reitens so weit entwickelt, dass sie ganz spezielle Sättel entwickelt haben, Zaumzeug, Steigbügel und so weiter. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Das hat sich so weiterentwickelt, dass dann ein anderes Volk gesehen hat, oh, damit sind die gut. Das übernehmen wir. Und dann hat ein Volk nach dem nächsten diese Geschichten weiter übernommen und es hat sich weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und wenn irgendwo mal zum Beispiel dann irgendein Volk, sage ich mal, untergegangen ist, dann ist das Steigbügel und Sattel und das Reiten an sich als kulturelle, also als gesamt weltkulturelle Errungenschaft nicht untergegangen. Und das sehe ich auch als die. Das ist das Wichtige an der Wissenschaft der Indianistik sozusagen, ne? Der Aneignung des Wissens. Wir sind Wissensbewahrer, denn wir lesen nicht nur irgendein Buch, sondern wir testen die Dinge wirklich aus und wir leben das auch aus, indem wir Felle selber gerben, aus Leder bestimmte Dinge herstellen. Haben wir halt ein Wissen, was ansonsten auf anderen Kontinenten schon untergegangen ist. Und das ist natürlich jetzt. Deswegen darf man sich als weißer Mensch, der jetzt irgendwie zu einem speziellen Bereich eines anderen Volkes jetzt ganz viel Wissen angeeignet hat, man sollte sich nicht über dieses andere Volk dann stellen und sagen, ich habe aber jetzt hier das Wissen, was ihr schon verloren habt. So kann man das niemals sehen, weil ich habe halt genau das Gegenteil auch erlebt. Ich habe auch erlebt, dass jetzt die mit mir verbundenen Natives eben auch zeigen konnten, dass sie auch noch Wissen hatten aus dieser alten Zeit. Was jetzt noch nicht in irgendeinem Geschichtsbuch aus meiner Sicht jedenfalls zu finden war. Also da, und es hatte beides Qualitäten. Und ich finde halt, wenn beides zusammengepackt werden würde, dann haben wir ein sehr umfangreiches Bild von dieser Kultur, historisch aus einem bestimmten Abschnitt oder aus der, die auch noch jetzt existiert. Und das würde sich vielleicht dann doch ein bisschen weltoffener entwickeln und würde länger auch für die Nachwelt eben bleiben. Ne? Wenn wir länger noch wissen, wie man eben heute gerbt. Das sind einfach Sachen, die müssten wir als Menschheit immer bewahren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das wäre jetzt ein eigenes Thema für ein Video nochmal, warum das jetzt so wichtig ist. Aber ja, man muss halt wissen, wo die Wurzeln sind, wo wir als Menschen herkommen, wie wir die meisten der Tausenden oder Zehntausenden von Jahren gelebt haben. Ja, wie wir da gelebt haben, das ist eine wichtige Basis.
So, und das sollten wir halt nicht verkennen. Und ich würde mir eben da wünschen, dass die Leute, die ihre Indianistik ausleben, sich selbst immer manchmal auch hinterfragen bei bestimmten Dingen. Und jeder hat da so seine eigenen Erkenntnisse dann. Und dass aber auch die Natives sich auch hinterfragen. Denn ich hatte große Diskussionen und wurde tatsächlich sogar bei Instagram schon gesperrt. Also da wurde einfach mein Profil nicht nur gesperrt, sondern ich wurde gelöscht komplett, weil ich irgendwelche Dinge gezeigt habe, die gewissen Natives einfach nicht gefallen haben, wo sie gesagt haben, das wäre jetzt, würde jetzt deren spirituelle Sicht oder sonst irgendwelche Dinge, an die sie glauben, eben verletzen. Und deswegen verstoße ich das dagegen und deswegen haben sie das Recht, dass ich da gelöscht werde. Ne? Und das hat tatsächlich, wurde auch durchgesetzt. Ich wurde da komplett einfach gelöscht und mir wurde noch nicht mal ein Grund gesagt. Und da würde ich mir wünschen, dass. Ich hatte ja Diskussionen schon mit Nates, aber dass die auch offen bleiben für sowas, dass die auch versuchen, das zu verstehen. Also ich hatte wirklich auch zum Teil sehr gute Gespräche und zum Teil aber auch sehr einseitige Diskussionen, wo mir nur irgendwas an den Kopf geklatscht wurde, irgendwelche Anschuldigungen. Und wenn man dann darauf antwortet, dann kriegt man nie wieder eine Antwort zurück, weil aus meiner Sicht ist es halt so, wenn du dann doch die guten Argumente vorzeigst, dann ist eben der Gegner, ich sag mal, entwaffnet und weiß dann nichts mehr darauf zu antworten und lässt es dann einfach ganz bleiben, anstatt zu sagen, okay, du hast jetzt in dem Fall, gebe ich dir tatsächlich recht, dass das so ist, aber in einem anderen würde ich das so und so sehen und da ich aber den ganzen Kontext wieder anders betrachte, muss man da einfach im Gespräch bleiben, ja, und genau, und ich hatte da zum Beispiel so eine Diskussion mit einem Blackfoot, der gesagt hat, ich dürfte mir keinen Knoten, also meine Haare nicht hier zu einem großen Knoten zusammen machen, weil das nur einer bestimmten Kriegergesellschaft oder einem bestimmten Kriegsanführers würdig wäre. Und das würde auch in der heutigen Zeit, würde das halt nicht gehen. Und schon gar nicht, dass ich ein Weißer wäre. Und da habe ich ihm auch zurückgeschrieben, erstens ist die Sache halt die, ich verstehe das, wenn er sich da angegriffen fühlt und in dem Kontext, so wie er das sieht, kann ich es auch nachvollziehen. Aber die Geschichte der Frisur, das ist einfach nur eine Frisur, die über verschiedene Kulturen in Nordamerika vertreten waren. Und das war keine Sache, die ursprünglich nur irgendeine bestimmte Kriegshäuptling oder sowas getragen hat, sondern das haben sogar Frauen getragen bei der Arbeit. Also Frauen, die eine Haut bearbeitet haben oder irgendwie so, es gibt davon Darstellungen, die haben sich auch einen Knoten hier gemacht, um besser arbeiten zu können, damit die ganzen Haare nämlich nicht da reinkommen. Jäger, die auf die Jagd gegangen sind, das hat nichts mit auf den Kriegszug gehen oder sowas zu tun, damit sie eben frei sind, da irgendwo durchs Gebüsch oder sowas zu gehen, haben sich hier den Knoten gemacht. Und deswegen ist das eine Sache, und es hatte nichts was mit einem bestimmten Stamm zu tun, sondern es war stammesübergreifend einfach eine Geschichte. Und man könnte das jetzt noch ewig weiterführen. Auf jeden Fall ist er darauf gar nicht eingegangen. Er hat dann gesagt, hat dazu gar nichts mehr gesagt, sondern es war seine Wahrheit und dann war meine Forschung hat eben was anderes ergeben und es wäre halt schön gewesen, wenn wir uns irgendwo in der Mitte treffen, wo wir sagen können, okay, na gut, okay, das kann ich jetzt nachvollziehen, na gut, dann stimmt das nicht, dass es nur die Kriegshäuptlinge getragen haben und ich sage, okay, vielleicht denke ich darüber mal nach, wann und wie, in welchem Kontext ich das so trage und ne, dann kann man sich gegenseitig besser respektieren, aber in dem Fall führte das halt wieder ins Leere. Und so eine Sache finde ich wirklich schade. Und da würde ich mir von beiden Seiten eben mehr Kooperation vorstellen, wünschen. Ne? Und dann kann man auch wieder sagen, naja, einige von euch jetzt, die vielleicht selber Indianistik betreiben, werden jetzt sagen, ja, aber hier in Deutschland haben wir nun mal das Recht, mit einer Adlerfederhaube rumzulaufen. Und warum sollte ich das nicht tun? So, und da sehe ich es auch immer so, ich für meinen Teil sehe es halt so, ich würde es nicht tun, also jetzt nicht mehr tun, ich habe halt, das ist halt meine Anschauung so, aber wenn das jemand tut, dann möchte ich ihn auch nicht dafür verurteilen, weil das ist seine eigene Freiheit und wenn, man ist es, man lebt das ja auf verschiedenen Ebenen aus. Der eine, der lebt halt da noch mehr drin und für den anderen ist das eben mehr eine Art Hobby, ja, wo er eine gewisse Handfertigkeit erlernt, diese ausprägt und dann die Früchte dessen auch tragen möchte, zeigen möchte. Und dass jemand anders auch lernt, oh, so wurde es gemacht und die Herangehensweise und da kann ich das auch nachvollziehen. Also immer der Kontext ist entscheidend. Ja, also ich bin, wie gesagt, da total froh, dass ich jetzt nicht nur als Eigenbrötler eben die Indianistik nur für mich mache,
sondern dass ich eben da in den Austausch gekommen bin, weil das eben für mich bedeutet, dass ich ganz viel von dem Wissen, was andere sich schon angeeignet hatten, profitieren konnte, weil sie es halt mit mir geteilt haben und ich wiederum mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch wieder mit Leuten teilen kann. Und so ist eben das Wissen, was wir generell über eine bestimmte Kultur und eine bestimmte Zeitepoche haben, stärker ausgeprägt. Und ich sehe es auch immer so. Die Frage muss man sich jeder halt auch selber stellen. Was bleibt, wenn ich mal aus dieser Welt scheide? Ne? Was habe ich jetzt hier mit meinem Wirken auf der Erde hier bewegt? So, und da sehe ich das eben so. Meine Aufgabe ist eben die, wenn ich mich nun mal mit dem Thema Indianistik so stark beschäftige, dann ist es auch meine Pflicht, davon was weiterzugeben. Und wenn auch nur wenige Leute davon irgendwie was Positives daraus mitnehmen können, dann ist schon was erreicht. Aber zumindest habe ich etwas erarbeitet an Wissen, was für jemand anders als wichtig erachtet werden kann. Und ja, so sollte das funktionieren. Und deswegen tue ich das auch, werde es auch weitermachen. Und ich glaube, dass wir einfach ein besseres Bild von unseren Vorfahren eben bekommen können, egal auf welchem Erdteil wir jetzt leben. Ja, und das ist mir wichtig und bleibt mir auch wichtig. Und falls euch eben dieses ganze Thema Indianistik interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr was, wenn ihr was Spezielles wissen wollt. Und ansonsten wird es definitiv noch weitere Videos zu dem Thema geben, wo ich, wie gesagt, auch auf spezielle Dinge eingehen werde. Vor allen Dingen auch auf dem Zweitkanal Tipi-Feuer-Gespräche. Da könnt ihr gerne vorbeikommen und das argumentieren, sage ich schon, abonnieren. Und ja, da werden wir bestimmt dann auch viele Videos dazu dem Thema hochladen. Und ja, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, sogar vielleicht sogar als Gegner und sagt, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was derjenige da macht mit der Indianistik, auch das schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare. Ich diskutiere gerne mit euch das Thema aus und freue mich einfach da mit euch oder ja, einfach ein gutes Gespräch führen zu können. Gut, das Video ist jetzt schon wieder ultra lang wahrscheinlich geworden und deswegen entlasse ich euch jetzt damit und wir sehen uns dann, wenn ihr Lust habt, im nächsten Video. Also, macht's gut.